Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Buchrezension zu diesem Buch, nämlich von Christina Henry, Die Chroniken von Alice, Band Nummer 1, Finsternis im Wunderland. Und wie ich dieses Buch fand, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. Bevor ich über dieses Buch rede, ganz kurz etwas zu diesem Buch. Das ist nämlich die Geschichte von Alice im Wunderland. Beziehungsweise ich habe hier die englische Ausgabe, weil ich Alice auf jeden Fall auf Englisch lesen wollte. Und hier sind wunderschöne Illustrationen drin. Ich habe dieses Buch direkt vorher gelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie sehr diese beiden Bücher zusammenhängen. Ob man Alice im Wunderland wirklich gut kennen muss, um dieses Buch zu lesen oder nicht. Und ich kann euch sagen, man muss es nicht wissen. Also man hat hier einige Dinge drin, einige Personen, Figuren, die eben in Alice im Wunderland natürlich eine Rolle spielen. Aber persönlich braucht man die Geschichte von Alice nicht zu kennen. Ich glaube aber, es ist schöner, weil man viele Sachen besser verknüpfen kann und besser versteht. Aber man muss sie nicht kennen. Ich glaube, es reicht, wenn man eventuell den Film von Alice gesehen hat. Aber ich würde es euch doch schon irgendwie ans Herz legen, die originale Alice im Wunderland-Geschichte zu kennen. Beginnen wir jetzt aber mit diesem Buch. Worum geht es überhaupt? Wir befinden uns in einer Irrenanstalt, in der Alice seit 10 Jahren ist und sie weiß überhaupt nicht, wieso. Sie kann sich an nichts erinnern, was passiert ist vorher und die Zeit in diesem Irrenhaus ist auch nicht wirklich schön, denn sie hat immer wiederkehrende Träume von einem Mann mit Kaninchenohren. Irgendwann unterhält sie sich durch die Wand durch ein Mauseloch mit ihrem Zellennachbarn Hatcher, also unserem Hutmacher von Alice im Wunderland, und die beiden haben eine sehr, sehr innige Freundschaft, könnte man es nennen. Als eines Tages dann ein Feuer ausbricht und die beiden fliehen können, sind sie natürlich überglücklich darüber, endlich frei zu sein. Doch mit ihnen flieht auch ein Ungeheuer aus diesem Irrenhaus, das nach Blut dürstet. Und die beiden kommen in die alte Stadt, wie sich das nennt. Also die Stadt ist im Prinzip in einen Teil, der relativ normal lebt, aufgeteilt, die neue Stadt. Und in die alte Stadt, die wirklich von Gewalt, Drogen und Prostitution beherrscht wird. Und die beiden versuchen sich durch diese alte Stadt durchzuschlagen. Und das erfährt man hier drin. Die beiden müssen dann dieses Ungeheuer jagen, um eben die Erinnerungen zurückzubekommen. Und auf ihrer Reise oder auf ihrer Jagd lernen sie ganz, ganz viele Menschen kennen. Unter anderem auch einige Figuren aus unserer normalen Alice im Wunderland-Geschichte. Und wir erfahren, was es mit unserem Hasen auf sich hat und ob Alice und Hatcher das schaffen und das Ungeheuer besiegen, das erfahren wir natürlich auch. Und ich muss sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich gebe auf jeden Fall 4 Sterne. Ich weiß nicht, ob man es als Jugendbuch zählen kann. Ich persönlich würde eher sagen, nein. Also als richtiges Jugendbuch fände ich es persönlich ein bisschen zu krass. Ich würde sagen, so ab 14 bis 16 ungefähr könnte man es definitiv lesen, früher definitiv nicht, weil man schon einige Szenen drin hat, die ich persönlich ein bisschen zu krass finde. Prinzipiell ist es ja so, dass dieses Buch irgendwie gefühlt die Meinung sehr vieler Menschen gespalten hat. Einige fanden das Buch großartig, so wie ich. Andere haben gesagt, es war viel zu brutal, es hatte überhaupt nichts mit Alice zu tun und mochten die Geschichte überhaupt nicht. Ein Punkt, der sehr häufig negativ war, war, dass dieses Buch aus der dritten Person geschrieben ist. Mir hat es gar nichts ausgemacht, weil ich das unglaublich gerne mochte, als außenstehende Person auf die Geschichte von Alice und Hatcher zu blicken. Ich verstehe aber, warum es viele nicht mögen. Die einzige Möglichkeit, dieses Buch zu schreiben, fand ich, ist aber auch in der dritten Person, denn wir erfahren sehr viele Gedankengänge und Gedächtnisrückblicke, die in den Köpfen sowohl von Hatcher als auch in Alice vorkommen. Und wenn wir dieses Buch aus der Sicht von Alice oder von Hatcher hätten, würden viele Gedankengänge nicht funktionieren. Deswegen finde ich es persönlich sehr gut, dass es in der dritten Person geschrieben ist. Das nächste Thema in diesem Buch, Prostitution. Viele empfinden das als viel zu krass und viel zu häufig erwähnt. Es hat seine Stellen im Buch, aber ich finde, die sind so gering und so wenig,
dass es, finde ich, in diesem Buch definitiv nicht nur darum geht. Natürlich, es ist ein Bestandteil der alten Stadt und es ist auch ein sehr wichtiges Thema, denn allein durch diese, allein dadurch, dass dieses Thema eben so präsent ist, in der alten Stadt ist es eben für Alice unglaublich gefährlich, als Frau durch die alte Stadt zu gehen. Und sie hat natürlich Hatcher an ihrer Seite, aber trotzdem ist es unglaublich schwierig, ja, da wirklich ja, durch die Stadt sich durchzukämpfen. Und ja, aber ich mochte das unglaublich gerne, wie es geschrieben ist. Ich mochte die Geschichte unglaublich gerne und ich freue mich sehr auf den zweiten Band, der jetzt im August rauskommt. Der nennt sich nämlich Die Schwarze Königin und ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, wie es weitergehen könnte. Vor allem, wenn man natürlich die richtige Alice im Wunderland-Geschichte kennt, kann man so ungefähr erahnen, was passiert. Und ja, deswegen freue ich mich sehr auf den zweiten Teil. Alles, was jetzt erzählt wird, ist mit Spoilern. Also falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann schaltet ihr jetzt am besten ab. Aber ich möchte natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und ja, da geht es einfach nicht ohne Spoiler. Erstmal, was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass einige Charaktere in diesem Buch aufgenommen wurden, wie beispielsweise die Grinsekatze, die wir als unseren Grinser in unserem Buch haben. Dann haben wir auch die Raupe und natürlich unser Kaninchen. Das hat mir extrem gut gefallen. Die Leute sind natürlich als Menschen in diesem Buch, beziehungsweise ja als Zauberer. Und ich persönlich fand es richtig toll gemacht, dass man diese Charaktere umgewandelt und im Buch aufgenommen hat. Das war nämlich so ein bisschen meine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieses Buch sich eigentlich nur um Alice dreht und die Welt von Alice überhaupt nicht eine große Rolle spielt. Außerdem ist natürlich auch unsere Vergrößerung und Verkleinerung durch Kuchen und Saft in diesem Buch drin, was ich richtig cool gelöst fand. Ich habe mich nämlich am Anfang so ein bisschen gefragt, okay, welche Zauberelemente kann man in diesem Buch denn aufnehmen und ich muss sagen, dass eigentlich alles aufgenommen wurde. Die Teeparty ist mit drin, wir haben den Fall durch den Kaninchenbau mit drin, was ich richtig gut fand und also prinzipiell alles richtig, richtig gut. Eine Sache allerdings, die hat mir nicht ganz so gut gefallen und das ist, dass Alice herausfindet, dass sie eine Zauberin ist. Ich persönlich fand es ein bisschen merkwürdig, weil ich das Gefühl hatte teilweise, dass das eine nachträgliche Sache war, die im Buch eingebaut wurde. Und dadurch, dass Alice Zauberin ist, konnten sehr, sehr viele Dinge in diesem Buch gelöst werden durch ihre Zauberkräfte. Was auf der einen Seite sehr, sehr cool war, auf der anderen Seite hatte ich gerade am Schluss das Gefühl, dass es sich sehr leicht gemacht wurde. Denn ich war bei den letzten beiden Kapiteln angelangt und war ein bisschen geschockt. Wie gesagt, bei den letzten beiden Kapiteln war ich ein bisschen geschockt. Wir haben ja immer wieder in diesem Buch verschiedene Erinnerungsfetzen von Alice, die wieder auftauchen und an die sie sich erinnern kann. Und teilweise ist man da wirklich so ein bisschen geschockt. Und immer wieder kommt ihr eben dieses Kaninchen in den Sinn. Was es mit dem Kaninchen auf sich hatte, wieso, weshalb, warum sie bei diesem Kaninchen war. Und dementsprechend war ich umso geschockter, als ich nur noch die letzten beiden Kapitel, also ungefähr 40 Seiten, offen hatte. Und ja, wir weder das Kaninchen noch unser Ungeheuer bekämpft hatten. Und ich war wirklich schon an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, endet dieses Buch einfach und der Kampf beginnt erst im zweiten Band, aber so war es nicht. Und ich muss sagen, ich war am Ende so ein bisschen enttäuscht davon. Denn sowohl der Kampf oder die Konversation mit dem Kaninchen als auch mit unserem Ungeheuer, dem Jabberwook, waren sehr kurz gehalten. Es war nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ich dachte, dass es ein riesiger Kampf gibt. Und letztendlich war das mit dem Kaninchen alles sehr schnell abgehandelt, was ich noch ganz okay fand. Aber das mit dem Jabberwook war sehr traurig, denn Alice hat einfach ihre Zauberkraft eingesetzt. Und ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sein. Deswegen gibt es keine 5 Sterne, sondern nur 4. Ich hoffe, dass der Jabberwook im zweiten Teil nochmal zur Sprache kommt
und wir nochmal von dieser Gestalt hören, beziehungsweise sie nochmal eine Rolle spielen wird. Denn ansonsten muss ich sagen, wäre ich sehr enttäuscht. Diese Kreatur wurde während des Buches so aufgebauscht, so extrem dargestellt. Und dann am Schluss war es wirklich so ein kleiner Zauber, wo ich mir dachte, ernsthaft? Ja. Letztendlich aber auf jeden Fall ein gutes Buch, auch wenn so ein paar fragwürdige Dinge passiert sind, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Allerdings denke ich, dass man hier einfach den zweiten Band auf jeden Fall lesen muss, um das Buch hundertprozentig zu verstehen. Deswegen wird das Buch direkt gekauft, wenn es im August erscheint. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Band. Und ja, falls ihr das Buch auch schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es denn fandet. Und ob ihr Alice im Wunderland mögt. Ich persönlich mag die originale Alice im Wunderland-Geschichte sehr, sehr gerne. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ciao!